Die Plenarsitzung des Sportverbandes von Pennsylvania wurde einberufen, um über den Antrag von Rocky Balboa auf Erteilung einer Boxlizenz aus Ermessensgründen zu entscheiden, da von Rechts wegen kein Anspruch darauf besteht. Mr. Balboa, wir begrüßen Sie hier bei uns. Da Sie sich selbst vertreten, möchten wir Ihnen Gelegenheit geben, eine Erklärung abzugeben, wenn Sie dies wünschen. Nein, ich wollte nur wissen, wie es aussieht. Mehr nicht. Na schön, also der Gutachter hat uns darüber informiert, dass Sie die medizinischen Tests, denen Sie sich unterziehen mussten, mit fliegenden Fahnen bestanden haben. Und dazu möchten wir Sie beglückwünschen. Danke. Und dennoch kann Ihnen dieser Verband guten Gewissens keine positive Empfehlung geben. Ihr Antrag auf Erteilung einer Lizenz wurde abgelehnt. Habe ich nicht alle Ihre Forderungen erfüllt? Doch, das haben Sie. Dann sollte ich doch die Lizenz kriegen, oder? Nicht unbedingt. Wozu dann die Untersuchung, wenn Sie den Antrag sowieso ablehnen wollen? Wir müssen bei unserer Entscheidung bleiben. Und wir müssen Ihren Antrag auf Erteilung einer Lizenz ablehnen. Hey, habe ich nicht auch ein paar Rechte? Auf welche Rechte wollen Sie sich denn berufen? Ja, die Rechte, die mal gar nicht so weit von hier entfernt aufgeschrieben wurden. Die Verfassung der Vereinigten Staaten? Ja, die Verfassung. Steht da nicht irgendwas davon drin, dass man glücklich werden darf? Das steht in der Unabhängigkeitserklärung. Aber worauf wollen Sie hinaus? Ganz einfach. Ich will etwas tun, aber niemand scheint damit glücklich zu sein. Aber wir handeln dabei nur in Ihrem Interesse. Das ist sehr nett, aber vielleicht denken Sie dabei noch ein bisschen mehr an Ihre Interessen. Ich finde, Sie sollten nicht von den Leuten verlangen, dass sie herkommen und alles Mögliche machen. Dann machen Sie es und sind trotzdem noch nicht gut genug. Finden Sie das in Ordnung? Vielleicht tun Sie nur Ihren Job, aber warum wollen Sie verhindern, dass ich meinen tue? Wenn man bereit ist, alle Kämpfe auszufechten, die man ausfechten muss, um sein Ziel zu erreichen, wer hat dann das Recht, einen aufzuhalten? Möglicherweise wollen ein paar von Ihnen auch unbedingt noch was erledigen, was Ihnen seit langem auf der Seele brennt, ein geheimer Wunsch. Und dann heißt es nein, obwohl Sie bereit sind, alles zu tun. Wer hat das Recht, das zu sagen? Wer? Niemand! Sie haben das Recht, auf Ihr Gefühl zu hören, aber niemand hat das Recht, Nein zu sagen, nachdem man alles getan hat, um das zu tun, was man tun will und was man ist. Je älter ich werde, desto öfter muss ich mich von Dingen verabschieden. So ist das Leben. Ich bitte Sie nur, mir das zuzugestehen, was mein Recht ist.